Oh Mist, schon so spät. Oh, ich muss jetzt leider aufhören. Ich muss jetzt unbedingt die Wäsche machen. Wie jetzt Wäsche machen? Jetzt mach mal hier nicht so auf gestresste Hausfrau. Ich hab hier ein Spiel zu gewinnen. Naja, die Wäsche wäscht sich auch nicht von allein. Also, dafür hab ich meine Waschfrau. Meine Konstruktor. Meine Waschfrau, meine Konstruktor. Bitte Blüten rein und Leinen trocken. Ja, aber... Nichts aber. Machen wir gleich die Buntwäsche hinterher, dann wirst du schon sehen. Auf die Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg und die Phase des Wiederaufbaus folgte in Deutschland eine Zeit des Wohlstands und des Aufschwungs, das sogenannte Wirtschaftswunder. Bereits Anfang der 50er Jahre spricht man bei der Masse der Bevölkerung von einem kleinen Wohlstand, denn die Bürger hatten Anteil an Genussmitteln wie Bohnenkaffee, Schokolade, Zigaretten, Südfrüchten oder auch an hochwertigerer Kleidung. Verantwortlich für diesen Aufschwung waren verschiedene Rahmenbedingungen, wie die Währungsreform, der Marshallplan oder European Recovery Program, wie er eigentlich hieß, und die soziale Marktwirtschaft. Wenn man in Deutschland einen Namen ganz stark mit dem Wirtschaftswunder verknüpft, dann den von Ludwig Erhard, dem ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Der Wandel von der Mangel- zur Konsumgesellschaft erfolgte aber nicht von heute auf morgen, sondern es lassen sich da vier Wellen feststellen: die Fresswelle, die Hausratswelle, die Verkehrs- und die Reisewelle. Während 1955 nur 12% aller Haushalte mit einer Waschmaschine und nur 7% mit einem Kühlschrank ausgerüstet waren, waren das 1962 schon über 70%. Durch Ratenkauf und Konsumentenkredit wurden die sogenannten weißen Riesen finanziert. Und der sogenannte Wohlstand auf Kredit sorgte für neue Belastungen durch Überschuldung. Von einem Gehalt ließen sich die Wünsche eines Arbeiterhaushalts aber nicht erfüllen. Und so wurden immer mehr Hausfrauen und Mütter erwerbstätig. Dabei sorgten die neuen Maschinen nicht immer für ein Zeitersparnis. Denn mit den Maschinen änderte sich auch der Anspruch an den Haushalt. Wäsche hatte nun nicht mehr nur sauber, sondern rein zu sein. Kleidung wurde nun als Zeichen des Wohlstands jeden Tag gewechselt und die Wohnung jeden Tag gesaugt. Die sogenannte Fresswelle ließ den Verbrauch hochwertiger Lebensmittel wie Fleisch, Milch und Eier enorm ansteigen, während traditionelle Nährmittel wie Kartoffeln, Graupen oder Brot drastisch zurückgingen. Konsumgewohnheiten, aber auch der Geschmack wurden europaweit standardisiert und die Wellen der Internationalisierung der Küche hinterließen tiefe Spuren im westdeutschen Alltag. In einer beschleunigten Zeit siegten Fertigprodukte, Backmischungen, Fertigsuppen und verarbeitete Produkte wie etwa Fischstäbchen über die traditionelle Hausmannskost. Die Deutschen ernährten sich zwar qualitativ besser, aber nicht unbedingt gesünder. Auch der Zuckerkonsum stieg im Zuge der Amerikanisierung der Essensstandards an. Und so trat der Gesangverein beim Wirt zum Goldenen Löwen ein. Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben, und zwar sofort. Der Kassenwart ging ans Klavier und spielte dazu dieses hier. Coca-Cola, ob du singst im Männerchore, ob mit Damenchor gemischt, ob am Brunnen vor dem Tore, Coca-Cola, das erfrischt. Für die Verkehrswelle gibt es wohl kaum ein bekannteres Beispiel als die Vespa. Messerschmitt brachte den Kabinenroller auf den Markt, dessen Form schon einmal zu scherzhaften Bezeichnungen wie Schneewittchensarg führen konnte. Das Auto wurde schlussendlich vom Luxusobjekt zum Gebrauchsgegenstand. Einen Wagen müsste man haben. Ja.
sein eigener Herr sein. Frischer zur Arbeit und viel früher zurück. Sonntags ins Grüne. Unabhängig im Urlaub und genau richtig für unseren Geldbeutel. Bei jedem Wetter, zu jeder Zeit. Einen Wagen nach unserem Herzen. Einen Volkswagen müsste man haben. Erst nach der Ölkrise in den 70er Jahren nahm die große Euphorie hinsichtlich des Automobils ab. Ressourcenverbrauch, Luftverschmutzung und Waldsterben bekamen nun ein Gehör. Umweltschützer in den 80er Jahren forderten höhere Benzinpreise. Wer zugab, nur um des Fahrens willen zu fahren, musste sich auf Diskussionen einstellen. Auch das Freizeitverhalten wurde durch das Wirtschaftswunder nachhaltig beeinflusst. Ob der klassische Wochenendausflug, Shoppingausflüge oder Urlaubsreisen, eine Bandbreite an Möglichkeiten stand nun nicht mehr nur der wohlhabenden Schicht zur Verfügung. Der kurze Erholungsurlaub hatte anfangs inländische Reiseziele. Dann ging es immer weiter weg, nach Italien oder Spanien. Flugreisen begannen erst ab den 1980er Jahren zu boomen. Vorher waren auch einfach die Flugtickets viel zu teuer. Die Wellen des Wirtschaftswunders erreichten nicht alle Menschen gleich schnell und in derselben Weise. Das Haushaltseinkommen lag bei einfachen Familien bei etwa 300 Mark pro Monat. Eine Waschmaschine kostete 2000 Mark, ein VW Käfer 7000 Mark. Langlebige Konsumgüter machten das Leben angenehm, dienten als Status- und Erinnerungssymbole. Etwa ein Radio zur Hochzeit, ein VW Käfer mit der Geburt des ersten Kindes und ein Fernseher mit der Geburt des zweiten Kindes. Die neue Technik ging mit einer hohen Euphorie einher und so prägte sich die Zeit des Wirtschaftswunders als eine glorreiche Zeit in unser Gedächtnis ein. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und isst schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Reisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Hey liebe Flossenfreunde, das war unser Video zum Wirtschaftswunder. Wenn ihr auch findet, dass wir diese Folge sauberer geschnitten haben, als eine Konstruktor-Waschmaschine unsere Wäsche wäscht, dann lasst uns doch einen dicken Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo. Ihr könnt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen abonnieren und liken. Ansonsten sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Ciao! Gewonnen! Ja! Ja!